Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender 2018. Jeden Tag ein Video, jeden Tag ein Gewinnspiel. Und heute, haltet euch fest, gibt es die volle, wirklich volle RGB-Dröhnung für euch, für dich da draußen vor dem Monitor. Und damit stellt sich doch die Frage, was befindet sich hinter dem heutigen Türchen Nummer 12? Dahinter stecken der Commander Pro und die LL120 RGB-Lüfter von Corsair natürlich. Die neuen LL120 RGB-Lüfter, dessen größte Neuerung hierbei die deutlich überarbeitete Beleuchtung ist, bieten einfach insgesamt 16 LEDs pro Lüfter und diese leuchten sozusagen eine Art Kunststoffröhre an, die sich komplett um die Lüfterblätter herumzieht. Insgesamt gibt es, wie bereits erwähnt, 16 LEDs, 12 davon finden sich im äußeren Bereich und 4 in der Rotormitte. Übrigens können beide Bereiche, also außen und innen, separat angesteuert werden und daraus ergeben sich unzählige Farbspielereien. Die Lüfter sind auf jeden Fall schon besonders und auf diesen Kanal bekannt als die geilen Lüfter, aber Kabelsalate wollen wir allerdings nicht und um dieses Problem zu lösen, gibt es noch den Commander Pro. Der Commander Pro ist jetzt letztendlich keine Person aus Star Trek oder Star Wars, es ist ein sogenannter Fan- und RGB-Hub, um erstens die Corsair RGB-Lüfter an dessen Beleuchtung anpassen zu können und um zweitens die Lüfterdrehzahl der Lüfter regulieren zu können. Angeschlossen wird der Commander Pro via SATA zur Spannungsversorgung und USB zur Steuerung. Das USB-Kabel kommt auf euer Mainboard und die Steuerung erfolgt dann letztendlich über die Corsair Software, also die Corsair Link Software. Und damit gibt es hier letztendlich nur noch ein einziges Kabel, was anstelle von 100 Kabel irgendwie vorhanden wäre, was letztendlich zum Mainboard geführt werden muss. Noch mehr Wissenswertes, beziehungsweise was das eigentlich so kostet, normalerweise, wenn man das Ganze jetzt hier nicht so gewinnen würde, gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung zu finden. Und damit stellt sich doch die Frage, ja, wie wird das Ganze hier überhaupt gemacht? Wie funktioniert das Gewinnspiel der heutigen ja, Sachen Corsair, Commander Pro und LL120 RGB-Lüfter. Ja, grundsätzlich gibt es wie üblich und auch wie jeden Tag in diesem Adventskalender ein Teilnehmerformular. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Irgendwie komme ich mir langsam so ein bisschen blöd vor, aber naja, was soll's, ich habe trotzdem Spaß dran. Das Teilnehmerformular bitte einfach ausfüllen und schwupps, bist du dabei bei dieser, sage ich mal, Corsair Gaming-Woche, beziehungsweise auch dort im Hintergrund zu sehen, was es möglicherweise gibt, beziehungsweise schon gab. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr natürlich ganz genau, was zu tun ist. Und falls du jetzt zum Beispiel neu bist auf diesem Kanal, würde ich mich natürlich über ein Abo, Like und Kommentar freuen. Wir sehen uns damit im nächsten Video. Bis dahin noch eine entspannte Vorweihnachtszeit. Bis neulich und ganz genau. Ciao.